Das wird schon, Dad. Komm hier. Alles wird gut. Nein, nichts wird so sein wie vorher. Die Liebe meines Lebens ist dahin. 3 Monate bin ich jetzt allein. Dir fehlt Mom, habe ich recht? Nein, so ein Quatsch. Ich rede über mein Kabelfernsehen. Wieso? Wieso nur konnten Sie mir es einfach wegnehmen? Das ist völlig normal, wenn man die Rechnung nicht bezahlt, Daddy. Es wird schon irgendeine Show im öffentlichen Fernsehen geben. Ich meine, da kämpfen 6 Sender um dieselben 10 Zuschauer. Komm, Dad, wir sehen mal nicht. Ich weiß nicht, dieses normale Fernsehen. So schlimm ist das. Ich habe das früher schon mal angemacht. Das sind alles nur deine Vorurteile. Jetzt sieh mal hin. Das hier ist Qualitätsfernsehen. Ein Cartoon. Nein, nein, nicht irgendein Cartoon. Das ist Oliver Wendell Bones und Barkson. Er ist ein Hundedetektiv auf Verbrecherjagd mit seinem treuen Assistenten Dick Barkson. Was sagst du, mein Junge? Die Fußabdrücke führen direkt zu dem Geisterhaus? Wir sehen uns sowas nicht an, Brian. Eine Sekunde, ich will hören, was er sagt. Diese antike Lanze kommt genau auf uns zu. Und Achtung! Ich liebe es, wenn er sagt, und Achtung! Ich kann nicht mein Leben so verbringen. Ich bin doch kein Volltrottel. Ich kann nicht den ganzen Tag dieses öffentliche Idiotenfernsehen anstarren. Ich brauche einen Kabelanschluss. Ich glaub's einfach nicht, dass ich miese $500 zwischen mich und mein Lebensglück drängen. Oh, ich vermisse meinen anspruchsvollen Pornokanal. Verdammt, ich will Emanuel im Weltraum sehen können. Ich möchte mir die 3 Amigos noch weitere 37 Mal angucken dürfen. Daddy, vergiss mal Chevy Chase. Du bekommst jetzt professionelle Unterhaltung geboten. Okay. Und nun wird's wieder Zeit für unsere Gameshow, in der jeweils ein Geschwisterpaar $1000 gewinnen kann. Es wird Zeit für die Schlau- und Blöd-Geschwistershow. Wofür wird's Zeit, Leute? Für die Schlau- und Blöd-Geschwistershow! Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. Kommt schon, Kinder, ihr müsst doch nur in der Gameshow auftreten und genug Geld für meine Kabelrechnung gewinnen. Versteht ihr es nicht? Schlau und blöde. Ich kann das nicht, Dad. Das einzige Mal, als ich im Fernsehen war, hat schlimm für mich geendet. Oh ja, das weiß ich immer noch wie heute. Du warst 6 Jahre alt und du hast ganz dringend den Captain Pete's Pirate Show gehen wollen. Du wolltest unbedingt dein Idol sehen, Orky, den Papageienclown. Und das passierte auch. Er kam heraus, tanzte auf dich zu und was hast du getan? Du hast geflennt wie ein Baby. Er hat Ork gesagt. Ganz nah vor meinem Gesicht. Es war gruselig. Er war so wirklich... Ork! Ork! Böser Orki, böser Orki. Alles ist gut. Weißt du was? Du vergisst jetzt deinen Orki, genauso wie seine Werbespots für Cornflakes. Da kannst du gleich nasse Pappe essen, aber Orki dreht's den Kindern an. Der verkauft den Leuten sogar noch mehr als Paul Reiser, weil nämlich Orki Talent hat. Junge, würde ich gern diesen Paul Reiser in den Hintern treten. Sie müssten eine Veranstaltung für einen guten Zweck draus machen. Du zahlst einen Hunderter und darfst ihn dafür treten. Nennt mich eine Träumerin, aber eines Tages kommt ganz Amerika zusammen, stellt sich in einer Reihe auf, untergehakt und tritt Paul Reiser in den Hintern. Oh, das ist wirklich eine tolle Idee, Schatz. Wirklich ganz toll. Also, wirst du denn nun für Daddy in die Gameshow gehen? Du kannst gar nicht verlieren. Du bist die cleverste von allen, das weiß doch jeder. Das ist es ja. Ich will nicht im Fernsehen auftreten und riskieren zu versagen. Ich will nicht beurteilt werden von Joe und Ed Mittelmaß. Wie kann sie sowas in den Sand setzen? Blöde Pissnelke! Daddy, ich hab Angst zu versagen. Ich hab Angst vor Orki. Und ich schätze, ich bekomme dann wohl kein Kabel. Hi, Dad. Ross, mein lieber Junge. Sohn, ich liebe dich. Wo ist
ist der Gag? Kein Gag. Ich liebe dich eben einfach. Hat's euch gefallen? Das kriegt ihr jetzt an jedem Tag zu sehen, so lange, bis ihr beide freiwillig zu der Gameshow geht. Hey, Fabi, was ist mit dir los? Ich kann dieses normale Fernsehen nicht mehr ertragen, Jack. Sieh dir die Werbung an. Hässliche Leute tanzen zusammen in Khaki-Hosen. Und? Was sagt uns das? Kein Hintern ist zu fett für eine spießige, asexuelle Khaki-Hose. Und? Du wirst immer hässliche Leute finden, die mit dir tanzen. Die Welt wird Khaki, Jack. Und der Khakiste von allen ist Paul Reiser aus Verrückt nach dir. Mann, dem würde ich gern mal in den Hintern treten. Floppy, mach dir keine Sorgen deswegen. Die Kinder treten im Fernsehen auf, gewinnen Geld und wir kriegen das Kabel wieder. Ich habe ihn mit Ross gedroht. Floppy, ich habe ihn umarmt. Hey, du denkst zu kleinkariert, Jack. Hä? Diese 1.000 Dollar befördern uns direkt ins Reich der Schüsseln, Baby. Satellitenfernsehen. Ja, auf Wiedersehen Kabelfernsehen. Und vor allem auf Wiedersehen Kabeltechniker. Du musst nicht mehr dauernd unseren Empfang neu einstellen. Kabelmann, du kannst uns mal kreuzweise. Dein Termin ist Montag bis Freitag irgendwann zwischen 8 und 5 Uhr. Wir steigen jetzt auf die Schüssel um. Damit kriegen wir mindestens 18 verschiedene Spielfilmprogramme, 34 Spartenkanäle und den peruanischen Playboy Channel. Oh ja. Die zeigen ständig Emanuel im Weltraum, aber den Director's Cut. Daddy? Daddy? Oh. Daddy, wir haben uns entschlossen, für dich bei dieser Gameshow mitzumachen. Gut. Und das tun wir nicht, weil du uns mit Ross gedroht hast. Wir müssen unsere Ängste besiegen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ohne Fleiß keinen Preis. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder wer anders. Und ich muss Orki endlich verarbeiten. Genau. Ja, also, ich bin stolz auf dich, Sohn. Ja. Und ich bin stolz auf dich, Schätzchen. Ich liebe dich, Dad. Kennt jemand den Kerl? Und hier ist der Moderator der Schlau und Blöd Geschwistershow, Happy Bender! Hallo, guten Abend, ich bin Happy Bender. Okay, willkommen in unserer Show, bei der die Blöden blöde Fragen beantworten müssen und die Schlauen schlaue Fragen. Und das alles trägt den wohlbekannten Titel, die... Schlau und Blöd Geschwistershow! Okay, okay, begrüßen wir unsere Champions, Sarah und Leon Under Five. Und jetzt kommen ihre Herausforderer, Tiffany und Ryan Malloy. Zur Wiederholung, unsere Geschwister müssen, um zugelassen zu werden, 60 bis 80 IQ-Punkte Unterschied aufweisen. Schlaue Menschen wissen, wie das Spiel funktioniert, die Blöden unter uns werden es nie kapieren. Also los, fangen wir an. Wir sind bereit, Happy. Okay, okay. Unsere ersten beiden Kategorien heute sind Chagall und Siegel. Chagall für die Schlauen und Siegel für die Blöden. Okay, erste Frage für die schlauen Kandidaten. Aus welchem Buch schöpfte Chagall die größte Inspiration für die meisten seiner frühen Gemälde? Tiffany? Aus der Bibel. Korrekt, korrekt, korrekt. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Siegel-Frage. Wie heißt der berühmte Satz, den Steven Siegel in fast allen seinen Kinofilmen benutzt? Holt mir eine größere Jacke. Korrekt, korrekt. Die Malloys dürfen die Kategorie wählen. Monarchen voller Sünde, mies stinkende Winde, bitte. Okay. Unter welchem katholischen Herrscher gab es nach einem Fenstersturz einen Ständeaufstand, der den 30-jährigen Krieg auslöste? Unter König Ferdinand II. Von Böhmen.
Korrekt! Jetzt zur mies stinkenden Windfrage. Was sind die... Bohnen. Korrekt. Du schaffst das, Ryan. Du machst sie alle. Tiffany, Sarah. Der bekannte holländische Maler Vincent van Gogh versuchte, seine große Liebe zu beeindrucken, indem er sich mit einem Messer welchen Körperteil abschnitt? Sein Ohr. Ja, absolut richtig. Sarah, Sarah, Sie sind auf Zack heute. Diese verdammte Sarah hat auch noch verdammt schnelle Reflexe. Ich habe die Antwort gewusst, nur ich habe gezögert, den Bruchteil einer Sekunde. Aber wieso? Weil du zu doof bist. Mein Hamster hätte diese Van Gogh-Frage beantworten können. Griechisch-römische, tragisch-dämliche Mythologie ist angesagt. Sarah, Tiffany, Ihre Mythologiefrage ist, welche Göttin verwandelte Aktaion in einen Hirschen? Aphrodite, nein, ich, es tut mir leid. Nein, völlig falsch. Uff. Sarah? Artemis. Und jetzt kommt die tragisch-dämliche Frage zum Thema. Wer ist der Sohn von Zeus? Sekunde, ich weiß es. Er war groß und stark, radioaktiv verstrahlt. Er wird öfter grün, ist der Freund und Liebhaber von Robin. Herkules. Ryan hat recht! Ryan! Hamburger. Die Muppet Show. Tom Cruise und Richard Gere. Tretet Paul Reiser in den Hintern. Wir haben Gleichstand. Wir haben Gleichstand für unsere 1.000-Dollar-Finalfrage. Die Champions haben die Wahl und dürfen sich einen Chip unseres Chip-Girls nehmen. Ein schwarzer Chip bedeutet, ich stelle eine schlaue Frage. Oh, das sieht nach einer blöden Frage aus. Eine blöde Frage, Gott sei Dank. Also die Finalfrage. Sie entscheidet über neue oder unsere alten Champions. Oh Mann. In der Kinderfernsehserie der 70er Jahre, Captain Pete's Pirate Show, hatte Captain Pete einen Papageienassistenten. Wie hieß er? Orky? Ja! Ja! Die Beleuchte, die neuen Champions! Ihr wart große Klasse. Vielen Dank, ihr wart sensationell, Leute. Vielen Dank. Ihr wart das beste Publikum, das ich je hatte. Ich hab versagt. Ich glaub's einfach nicht, Ross. Ich hab versagt, obwohl ich alles wusste. Naja, es sah nicht so aus, als ob du alles gewusst hättest. Und du hast so gewirkt, als wärst du bescheuert. Allerdings, wenn's was hilft, im Fernsehen sieht man immer fett aus. Hey, Sekunde. Hallo, Sterbliche. Ja, nicht deprimiert sein, Tiff. Ich meine, ich habe doch auch ein paar Fragen nicht gewusst. Da war die eine mit dir... Du hast sämtliche Fragen richtig beantwortet. Nein, kann nicht sein. Dann warst du die Blöde. Ist der hier? Ist der wirklich zu Hause? Leibhaftig anwesend. Hi, Barbara. Hi, Tiffany. Du sahst im Fernsehen etwas fett und bescheuert aus. Ryan, du weisheitsvolles Wahnsinnsmonster. Los, nimm mich. Nein. Nimm mich irgendwohin mit, wo ich mit dir gesehen werde. Ich will ein Foto im People's Magazine für das Paar des Monats. Nur gewöhn dich nicht dran, weil ich dich nur so lange benutze, bis Charlie Sheen aus dem Entzug kommt. Du kriegst es hin, Charlie. Du würdest wirklich alles machen, um berühmt zu werden, oder? Na klar. Alles bis auf ein Praktikum im Weißen Haus. Oder ein Fernsehauftritt, bei dem ich so idiotisch aussehen würde wie du. Bis später, mein berühmtes Blödchen. Ne klasse, Lady. Ross, besorg mir ein billiges Motelzimmer und ein paar Polaroid-Filme. Doppelpack. Ja, sehr gern, Sir. Und für die Lady ein 10-bändiges Mythologie-Lexikon und ein Umstandskleid für die nächste Sendung? Der ist auf Zack, ein schlaues Kerlchen. Oh.
Jetzt kommt Oliver Wendell Bones und Buxton. Und Achtung! Diese rostige Ritterrüstung bewegt sich! Jetzt, wo du blöd bist, kannst du ruhig über sowas lachen. Ich bin schlau. Ich bin schlau, ich sag's dir. Ich habe nur eben gewisse Ängste. Gewisse Ängste? Hör zu, Ryan. Während wir in dieser Gameshow waren, hatte ich die ganze Zeit zwei fette Mistkerle auf einer Couch vor Augen, die sich über jede Frage amüsiert haben, die ich nicht wusste. Und das Schlimmste ist, es waren nicht nur irgendwelche Kerle auf einer Couch, es war Amerika. Und Amerika hat mich versagen sehen. Mein Ruf und mein Ansehen als cleveres Mädchen, mein ganzes Selbstwertgefühl ist völlig ruiniert. Und jetzt? Jetzt bist du plötzlich der schlauste aller Blödmänner. Jetzt hast du auf einmal einen Ruf zu verlieren. Verstehst du, was das heißt? Oh, oh, Bones. Und Achtung! Ja, Floppy. Die Zukunft steht vor der Tür. Dann lassen wir sie mal rein. Jack, das ist der On-Screen-Programmführer. Das ist wie eine Himmelspforte. Außer natürlich, dass diese Pforte wirklich existiert. Und man muss kein guter Mensch sein, um reinzukommen. Floppy, du und dein theologischer Humor. Hey, da, Larry Holmes kämpft gegen Joe Frazier in Classic Sport, Midwest Kanal 8. Welches Jahr war das? Das ist live, Floppy. Guck, er schlägt eine Kombination. Da kommt die Rechte. Schon fast da. Jede Sekunde. Mann, die sind zu alt, Jack. Das kann man nicht mit ansehen. Das ist fast so schlimm, als würde Luke Perry wieder in 90-210 auftreten. Ein schwammiger, faltiger Schul-Sonny-Boy, der jeden Monat zur Prostata-Untersuchung geht. Er wollte immer so sein wie James Dean. Naja, jetzt ist das. Gestorben. Vielleicht sollten wir mal nachsehen, was es in Pay-Per-View gibt. Junge, das ist Ice-T's abgedrehte, oberfertige, wöchentliche, super-duper Nacktstrandparty. Drück sie rein, Jack. Los, Mann. Das waren unsere Champions. Und jetzt wird es Zeit für mich, ihre neuen Herausforderer vorzustellen. Yahuda und Zipporah Mann! Okay, dann starten wir das neue Spiel. Die Malloys suchen sich bitte ein Thema aus. Okay, die Angst in dir, einheimisches Bier bitte. Gut, Frage an die schlauen Kandidaten. Wie nennt man das Fremdwort, das die unbegründete Angst allem Fremden gegenüber beschreibt? Xenophobie. Korrekt! Wie wär's, wenn du dich zusammenreißt? Du bist dabei, meinen Ast abzusägen. Es sind die Couchtypen, Ryan. Ich kann die Couchtypen sehen. Ich sehe nicht mal eine Couch. Und genau das macht mich auch zum Champignon. Ich habe keine Nerven, Baby. Und nun Ryan und Zipporah. Mancher findet es eher wässrig. Und mancher findet es schmeckt toll. Um was geht es? Ryan? Ist es eine braune Couch? Hey, Ryan. Okay. Nein. Zipporah? Miller Light? Ja! Was ist denn plötzlich mit dir los? Ich hab Orki gesehen. Oh, jetzt reiß dich mal zusammen, du Feigling. Ork, Ork! Ich bin allein und verlassen. Dann wollen wir mal sehen, ob ich es auch so schaffe. Hey, was willst du denn hier? Du meinst, mich beurteilen zu können? Halt die Luft an, Joe Mittelmaß. Und das ist für dich. Und das? Das ist für Ryan. Von mir aus kann's losgehen, Happy.
Wie nennt man die Grenzlinie zwischen Pennsylvania und Maryland, die im 18. Jahrhundert zwei englische Landvermesser festlegten? Die Mason-Dixon-Line. Korrekt! Tiffany Malloy! Aerodynamik. Computergestützte Axialtomographie. Noch ein Punkt für Tiffany Malloy! Leute, wir sind fast am Ende unseres Spiels. Kommen wir nun zur Finalfrage aus dem Sack, präsentiert von unserem hübschen neuen Chip Girl. Hallo, Happy. Danke für die nette Ansage. Bohnen? Die Ansage meinte ich nicht. Zur Wiederholung, ein schwarzer Chip steht für eine schlaue Frage und ein weißer Chip für eine blöde. Oh mein Gott, Ryan, es ist eine blöde Frage. Komm schon, komm, reiß dich zusammen, mein Team braucht dich. Oki böse, Oki böse. Oh, oh. In der berühmten Kinderzeichentrickserie Oliver Wendell Bones und Bugsen, was sagt da des Hundedetektivs treuer Assistent andauernd? Ryan. Oliver Wendell? Ryan, oh mein Gott, mein blöder Partner hat sich verabschiedet. Ich übernehme die Frage, Happy. Der Spruch des Assistenten heißt: Und Achtung! Korrekt! Die Beleuchtung wieder Champions!